Moin Moin und damit willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Was ist die Phileas-Saga? Dies ist das Video Nummer 3. Wer die ersten beiden noch nicht gesehen hat, der sollte dies natürlich vorher tun, sonst bringt ihm dieses Video relativ wenig. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben bei Abenteuer 6, die Suche nach dem Lar Galahen, und möchten jetzt mit Abenteuer 7, wie der Winterwüste, weitermachen. Ich werde daran anknüpfen, die Abenteuer sind tatsächlich ziemlich kohärent und knüpfen dann sehr eng aneinander. Das war jetzt von 6 auf 7 nicht so, aber von 7 auf 8 auf 9, das sind sehr zusammenhängende Abenteuer. Daher macht das Sinn, dass ich das in einem Video tue. Nach dem Lar Galahen, diesem Kelch, werden wir uns also um diese Wüstenelfen kümmern. Das Abenteuer 8 ist dann der Prophet zieht weiter und Nummer 9 das Tal der Echsengötter. Das soll an dieser Stelle schon einmal verraten, aber dadurch, dass ich sowieso alles irgendwie erzählen werde, wollte ich nur einmal diese Namen schon dazu genannt haben. Ja, wir sind das letzte Mal geendet hier unten im Totenmeer, zumindest hieß der Roman so. Irgendwo hier war dieser Gassosee und müssen jetzt reisen in Richtung, ja, Golf von Tuzak, können dann da absteigen, entweder in Kuntium oder in Zorgern oder in Elburum. Das spielt wenig Rolle. Es wird hier auch thematisiert, was ist günstig, was ist nicht so günstig. Wir sind auf alle Fälle wieder getrieben von einer weiteren Vision von Shaya, unserer Travia-Geweihten, die da heißt, in der Türmestadt eine Vision zu finden. Türmestadt, wer da sich ein bisschen weiter informiert, wir hören uns die Vision, wie gesagt, weiter an, kann dann darauf schließen, dass es sich dabei um Fasar handelt, denn diese Stadt ist tatsächlich eine Stadt der Türme. Hier gibt es mehrere große Türme, die dann mit großen, langen Brücken verbunden sind. Es gibt leider nicht wirklich eine offizielle Karte zu Fasar. Es gibt aus den dunklen Zeiten noch eine. Die ist allerdings hoffnungslos veraltet aus der dunklen Zeitenbox, denn ja, 1000, 2000 Jahre später hat das natürlich keine Gültigkeit mehr. Wer da ein bisschen was zu wissen müsste, wollte, der müsste natürlich dann auf eine Regionalkarte zu dieser Stadt warten oder einem Abenteuer, wo dann diese Karte veröffentlicht wird. Ich habe sie schon in den Weiten des Internets gesehen, allerdings kann ich sie euch jetzt hier nicht präsentieren, weil sie nie offiziell veröffentlicht wurde. Wir müssen einen Kampf bestreiten der thulamidischen Art, zu folgen einem sterbenden Mann. Was es damit auf sich hat, müssen wir uns dann herausfinden, wenn wir dann in Fasar sind, erst einmal dorthin. Ja, und das können wir, wie gesagt, tun. Die Reise ist nicht wirklich wichtig, wird nicht thematisiert. Es wird hier noch einmal eine Variante vorgeschlagen innerhalb dieses Abenteuers, die Vorboten von Borberat. Wer also später noch Borberat spielen möchte, der kann hier Staub und Sterne einschieben. Wer wissen möchte, was Staub und Sterne ist, der folgt bitte dem Video zu der Was ist die G7-Kampagne. Einfach oben rechts klicken. Wenn wir irgendwann Fasar erreicht haben, dann sind wir auf der Suche nach einem Propheten, nach einem sterbenden Mann, und den müssen wir tatsächlich finden aus einer Vielzahl von Propheten. Denn am Ende müssen wir, so sagt es zumindest die Prophezeiung, diese Vision von Shaya, wir müssen, ich lese sie einfach mal weiter vor, der sengenden Hitze, dem Durst widerstehend, das trockene Meer zu durchqueren gewesen, zu schenken, den Geächteten neues Leben. Den Alben des Sandes Kling und Kelch übergeben, stiegen hinab die Recken, die gleißende Stadt der Vorfahren der Alben vergangenes Schicksal zu sehen. Da war jetzt eine ganze Menge drin. Sengende Hitze, dem Durst widerstehen, wird schon andeuten, wir müssen vielleicht in die Kohm oder in irgendeine Wüste. Und genau das ist eben auch der Fall. Wir suchen also einen Propheten, einen visionären Mann, einen sterbenden Mann, der uns irgendwie begleiten kann, beziehungsweise der uns führt. Und wir müssen dann diesen Alben des Sandes, diesen Sand- oder Wüstenelfen Kling und Kelch übergeben. Die Klinge haben wir, den Kelch hat Beorn. Ja, wir müssen dann gemeinsam mit diesen Dingen das Tor aufmachen. Wird sich später herausstellen. In der Stadt gibt es tatsächlich eine ganze Menge an Menschen, die sich hier anbieten, und wir müssen den richtigen finden, damit wir dann nicht einem falschen aufgesessen sind, einem falschen Propheten. Wir müssen uns einen davon aussuchen, in der Hoffnung, dass es der richtige ist. Hier werden eine ganze Menge in dem Buch vorgeschlagen. Am Ende finden wir hoffentlich heraus, dass wir uns Ben Aram vorstellen sollten. Ben Aram ist ein 70-jähriger Bettler, einer der ärmsten der Armen, und der wird auch tatsächlich demnächst wohl versterben. Er ist allerdings auch kein eigensinniger Mensch. Er möchte nicht einfach nur die Helden führen, sondern er möchte tatsächlich die ganzen Bettler mitnehmen. Er folgt seiner eigenen kleinen Prophezeiung und möchte dann mit seinen Leuten aus der Stadt heraus in
Ein fruchtbares Tal in ein sicheres Tal. Das erinnert so ein bisschen an den Auszug aus Ägypten in das Land, wo Milch und Honig fließt. Daran angelehnt könnte man das fast nennen. Und da möchte er, wie gesagt, seine Bettler mitnehmen. Das ist also ein großer Bettler-Track, der jetzt in Richtung der Wüste ziehen will. In der Hoffnung, dass man auf der anderen Seite der Wüste wohl etwas mehr an Freiraum bekommt. Hier in Fasar hält sich zumindest nichts auf. Das Problem, was jetzt nicht nur Ben Aram hat, sondern damit auch die Helden, denn ohne ihn können sie nicht aufbrechen. Er braucht Geld und das bekommen sie eventuell über ein Pferderennen. Denn, naja, die Möglichkeit ist, dass man hier eine ganze Menge Geld gewinnen kann. Es gibt in Fasar ein Hippodrom, eine Rennbahnarena, die Murak Al-Kira-Arena. Und das ist tatsächlich eigentlich so mitunter der Kern dieses Abenteuers, dass man jetzt hier sich um eine Pferderennbahn kümmert, damit das eigene Team diese Rennbahn gewinnt. Das läuft über viele verschiedene Tage. Man müsste sich dann entweder überlegen, ob man selbst einen Reiter stellt oder ob man dann einen kleinen Bettlerjungen engagiert und den dann mit irgendwelchen Tricks versucht, dann in das Finale zu bekommen, um da dann möglichst viel Geld zu erwirtschaften. Wer tatsächlich es schaffen sollte, mit seiner Gruppe dieses Rennen zu gewinnen, der bekommt 15 Kamele. Und die werden auch ganz dringend gebraucht. Alternativ gibt es dann ein feuriges Schadiv, ein Streitross, was man bekommen könnte. Das werden die so sicherlich nicht brauchen. Das können die dann weiter verkaufen. Wichtig sind diese 15 Kamele. Filiasson könnte dann mit seinen verkauften Geldern all das, was er also auf der Reise so ein bisschen erwirtschaftet hat, denn auch er wird natürlich an den verschiedenen Expeditionen so ein bisschen beteiligt. Filiasson kann natürlich auch mit ein paar Kamelen unterstützen, aber diese 15 Kamele wären für einen großen Trek, für einen großen Tross durch die Wüste sehr, sehr hilfreich. Und hier ist also dringend zu empfehlen, dass die Helden optional dieses Rennen gewinnen, damit sie nicht vor weitere Probleme gestellt werden. Danach muss dieser Marsch durch die Wüste geplant werden. Wir müssen also noch in Fasar etwas, ja, uns orientieren. Wie könnte man durch die Chrom gelangen? Wie finden wir Wasser? Wie finden wir Nahrung? Wie bekommen wir diese Kamele dadurch? Wie können wir uns gegen die Natur wehren? Und ja, wer so ein bisschen in der zeitlichen Epoche aufgepasst hat, wir befinden uns jetzt aktuell im Jahre, mittlerweile haben wir 1008 und nicht mehr 1007. Denn die Zeit ist natürlich fortgeschritten, nachdem wir in Torval aufgebrochen sind. Und wer aufgepasst hat in der Geschichte, der wird wissen, dass in der Qom 1008 nach Bosporans Fall der Krieg Novadis gegen Al-Anfa herrschte. Das ist unter anderem auch ein Zeichen, warum Ben Aram jetzt eine Vision bekommen hat, damit er eben nicht in diesen Krieg gerät, sondern kurz vorher aufbricht. Es kann allerdings thematisiert werden, wer also jetzt diesen Chrononauto spielen will, dass man dann am Rande mitbekommt, dass jetzt das Kalifat in den Krieg zieht. Die Reise durch die Wüste kann natürlich beliebig ausgespielt werden. Hier muss der Spielleiter dann ein bisschen Eigeninitiative beweisen. Es gibt noch ganz gute Spielhilfen von dem Filiasson-Projekt. Eine Seite, die ich unten in der Beschreibung mal verlinkt habe, die auch für die anderen Kampagnen, für die anderen Abenteuer sehr sinnvoll sein könnte. Also da werdet ihr viele Downloads und Spielhilfen und Fanart finden. Wer da so sich so ein bisschen orientieren möchte, der kann das auch tun. Und wer nach vielen Begegnungen in der Wüste dann siegreich einige Zeit gereist ist, der kann dann ja auch auf Wüstenelfen treffen. Die finden einen selbst. Man muss da, nachdem man viele verschiedene Oasen angelaufen hat, gegen Wüstenskorpione gekämpft hat, kann es tatsächlich dann sein, dass die Wüstenelfen einen finden, weil wir unbeabsichtigt, unwissend durch dieses Gebiet der Elfen gezogen sind. Dieser Clan der Wüstenelfen nennt sich Bene Grauchi. Die Gruppe wird dann von einem Reiter besucht, der sich über die Dünen nähert. Um genauer zu sein, wenn er dann näher kommt, das ist eine sie, eine Reiterin, und wenn dann das Kopftuch abgenommen wird, ist es eine Elfe, wie an den spitzen Ohren und dem hübschen Gesicht zu erkennen ist. Diese kann dann nach einer kurzen Klärung des Wohins und des Wohers, kann sie dann die Heldengruppe gemeinsam mit den Bettlern in eine Oase führen, die zu den Elfen gehört, und dort trifft man auch eventuell auf Beorn. Inwiefern jetzt der Spielleiter das dann in seiner eigenen Gruppe erwirtschaftet, könnte es natürlich sein, dass entweder diese Gruppe hier zuerst ankommt, also unsere Gruppe, die der Spielerhelden, oder die von Beorn ist auch schon da. Das ist dann gehüpft wie gesprungen. Man muss zumindest darauf warten, dass beide anwesend sind.
Wer dann noch den Helden ein bisschen Ruhepause gönnen will und ein bisschen die Elfen zeigen will, der kann dann eben noch einmal die Ankunft von Beorn verzögern und dann dafür sorgen, dass zum Beispiel elfische Zauber dann, die sehr exotisch sind, dann noch einmal gelehrt werden können oder noch einmal die Vergangenheit der Wüstenelfen dann sehr aufgeklärt wird. Wenn sowohl Schwert als auch Kelch anwesend sind und das alles so ein bisschen friedlich zuging, man die Differenzen ausgetauscht hat, sowohl zwischen den Torvalern, also Beorn und Filiasson, als auch die Differenzen zwischen Mensch und Elf, denn naja, die Elfen sind doch schon etwas weltfremder, so wie sie die hier in der Wüste sitzen, dann kann man in Richtung von Tir Shenna aufbrechen, diese Stadt, die unter dem Sand begraben liegt. Hier kommt es dann zu einer relativ guten und schönen Szene, denn Kelch und Schwert dienen hier als Fokus. Mehrere Elfen und mehrere heißt dann hier 200 an der Zahl stellen sich in einem riesigen meilenmessenden Kreis auf und beschwören dann einen elementaren Meister des Erzes. Ndras wird er genannt und der erhebt dann hier nach 5500 Jahren wieder den Sand nach oben, um dann diese begrabene Stadt wieder zumindest den Eingang wieder zu befreien. Und dann kann man die Ashyana erkunden, eine, wie gesagt, elfische Stadt, die seitdem begraben ist und ja, von dem Namenlosen korrumpiert ist, so muss man leider sagen, die versunkene Stadt kann dann erkundet werden. Es gibt dann hier auch eine Karte, an der man sich orientieren kann. Sie ist unglaublich groß. Man hat allerdings gar nicht so sehr viel Zeit, denn es gibt hier auch einen purpurnen Nebel, purpurne Schwaden, die dann die Heldengruppe so ein bisschen zur Eile antreiben. Das, was man sucht, wenn man der Vision von Shire trauen kann, ist einen Rosentempel, ein Heiligtum von Sersal, einem der elfischen Götter, Heiligtum von Orima. Also wir müssen weiter vordringen in diesen Rosentempel und dann nach und nach immer weiter nach unten gehen, können hoffentlich einen Elfen ignorieren, der hier aufgespießt worden ist, der hier seit 5000 Jahren hängt und naja, dementsprechend dann auch ziemlich ungnädig ist, wenn der Feldherr Kazak wartet in Blut, seit 5000 Jahren hier aufgespießt wartet. Der wird sicherlich nicht ganz so glücklich sein und dann doch von Rachegelüsten geplagt sein. Man sollte ihn also nicht befreien. Hier in diesem Rosentempel der Orima kann es dann gemeinsam mit den beiden magischen Artefakten zu einem Austausch kommen. Man kann hier also sprechen und zwar mit Orima selber bzw. einem Avatar. Kann man dann so ein bisschen deuten, wie man das für sich selber möchte. Zumindest diese Schicksalsgöttin antwortet dann. Alles wird dann so ein bisschen auf das nächste Ziel dieser Reise hin fokussiert. Es wird erzählt davon, dass die Elfen, die ausgezogen sind aus dem Himmelsturm, gar nicht so sehr tot sind, auch wenn das lange, lange her ist, sondern sie haben sich zurückgezogen. Sie haben keine Lust mehr auf diesen Verrat, dieses Namenlosen, sie wollen nicht weiter korrumpiert werden und haben sich dahin zurückgezogen, in die Inseln im Nebel. Was auch immer das ist, wir werden später zu den Inseln im Nebel noch einmal kommen. Wird uns dann im Abenteuer noch einmal begleiten, wenn wir im Süden fertig sind mit den alanfranischen dampfenden Dschungeln. Aber hier wird das schon einmal angeteased, einmal angespoilert. Der Insel im Nebel mit dem König Fenvarien, den müssen wir finden. Und erst dann können wir das Elfenvolk vor einem Untergang bewahren. An dieser Stelle, merkwürdig wie es ist, endet dann auch dieses Abenteuer und naja, nachdem dann Orima gesprochen hat, gibt es sowas wie eine Knochenflöte, die jetzt hier erscheint vor den beiden Kapitänen, vor Filiasson und Beorn. Beorn kann zugreifen und wird dann entrückt, so sage ich es einfach mal, und zwar zu diesen Inseln hin. Das heißt, er und seine Mannschaft verschwinden, können dann allerlei Unheil verrichten. Wir werden sie später wiedersehen. Keine Angst, keine Bange, die kommen wieder. Ja, aber ich hatte schon ganz am Anfang gesagt, das Abenteuer geht weiter, der Prophet zieht weiter und wir bekommen eine neue Vision, nachdem wir die erste wieder abgeschlossen haben. Geschlagen vom Blender, der Wüste entkommen, der Prophet steht sicher den Bettler voran, wies den Weg der neuen Heimat entgegen, inmitten von Urwald und kriechendem Getier, bei Wilden und schuppig gezückt, die Schale der Bettler zerbrach. Ja, wir wollen, wie gesagt, immer noch aus dieser Wüste entkommen, denn die Wüstenelfen sind ja nicht das Ziel der Bettler. Wir wollen eigentlich eine neue Heimat suchen, wo keine Sklavenhändler auf die Bettler warten und sie sich ein eigenes Land aus Milch und Honig erschaffen können. Und wir haben denjenigen ein Versprechen gegeben. Sie führen uns nicht nur aus der Wüste,
zu den Wüstenelfen, sondern sie führen uns eben auch darüber hinaus in die dampfenden Dschungel. Wir können also auf der anderen Seite der Kom wieder hinaustreten. Hier gibt es dann eine große Pforte, eine Kapaschpforte, so wird sie genannt, und können dann ins Horasreich vordringen. Hier kann man dann sich noch ein bisschen mit den Horasiern unterhalten. Wir kommen vorbei an Netha, an Drol, und wenn wir wollen, können wir auch nach Mengbela reisen. Ist allerdings nicht zu empfehlen. Wir sollten also von Drol aus dann die Straße in Richtung Loch Harrodrol nehmen und dann irgendwo dort in Richtung Süden abdrehen, in Richtung des Gebirges, des Regengebirges. Dort, wo keine weiteren Städte auf uns warten, irgendwo zwischen Mengbilla und Bort Korat, da schlagen wir uns in den Dschungel hinein und hoffen einfach darauf, dass wir eine neue Siedlung gründen können. Das ist so das eigentliche Ziel. Wir können dann währenddessen einige, ja, lokale Wesenheiten erkennen. Es gibt sowas wie Opferplätze von den Achats, von den Exen. Die haben wir in Maraskan ja auch schon getroffen. Diese sind allerdings nicht so merkwürdig, nicht ganz so auf unseren Tod hinaus. Die werden wir später noch einmal wiedersehen in dem nächsten, in dem neunten Abenteuer. Wie gesagt, sie hängen jetzt gerade sehr, sehr eng miteinander zu tun. Aber wir finden schon den ersten toten Exenpriester. Soll hier allerdings diese Reise nicht weiter beeinflussen, zumindest erst einmal nicht. Was uns aber klar wird in dieser Begegnung, hier laufen dann auch Echsenmenschen rum, hier laufen dann Achas rum. Wenn wir uns dann in den Dschungel hineinschlagen, wir werden natürlich dann nicht an der ersten Stelle, die frei ist, dann ein Dorf bauen. Das muss natürlich noch weiter ausklamüsert werden. Wir entdecken allerdings, nachdem wir in den Dschungel vorgedrungen sind, einen ja, Menschen, der hier unter einem Baum liegt und döst. Einfach ein Händler, so könnte man ihn bezeichnen. Und der möchte sich uns ganz gerne anschließen, einen Ramon von Tanoia. Warum erzähle ich das? Ist der wichtig? Ja, natürlich, Ramon von Tanoia ist wichtig. Ein dahergelaufener Händler, der irgendwo unter einem Baum schläft. Wenn ich das hier so erwähne, ja, selbstverständlich, dieser Ramon wird sicherlich noch wichtig werden. Er kann auch schon vorher eingeführt werden, er kann auch noch ein bisschen später eingeführt werden. Aber irgendwann vor diesem Abenteuer sollte er dann erwähnt werden und ja, dann auch in diese Siedlung integriert werden. Wenn wir einen richtigen Platz gefunden haben, da kann man dann auch seine Leute ausschicken, so ein bisschen spähen. Da kommen dann eine ganze Menge an sehr, sehr tollen Handwerkstalenten ins Spiel, wenn man dann seine eigene Siedlung gründen kann und darf und die Bettler anweist, wenn man dann sowas wie Schulen bauen kann und die Tiger des Dschungels ein bisschen zähmen darf oder Zwergelefanten, wenn man dann auf ja, Nahrungssuche gehen darf, mit Alligatoren streiten und so weiter. Also hier bietet sich dann eine ganze Menge an. Man muss dann auch mit den Nachbarn klarkommen, die dann nach und nach erforscht werden. Also hier gibt es dann auch Mohahas, also Mohas, wie sie dann umgangssprachlich genannt werden, mit ihren ganz verschiedenen Kulturen auch, denn das sind ja nicht alles und die gleichen, denn die haben alle sehr verschiedene Kulturen, die Oijaniha, die Yakoshtey, die Shukubunga, wie sie auch alle heißen, aber hier kann man richtig dann in die Moha-Kunde oder die Mohaha-Kunde dann eindringen. Es gibt auch Echsendörfer, die man dann hier erkunden kann. Also wer da dann noch so ein bisschen den Kontakt mit den Echsen fokussieren will, der kann das tun. Hier steht drin, dass sie friedlich sind. Das sind also nicht diese brutalen Ahats, die aus den maraskanischen Inseln, die einen dann sofort getötet haben. Wer also hier auch mal auf einer Flugechse reiten will, der kann das probieren. Und tatsächlich mit dieser Erbauung des Dorfes, das dann beliebig lange vom Spielleiter ausgespielt werden kann, endet auch dieses Abenteuer und wir machen eigentlich weiter direkt im Anschluss an das Tal der Echsengötter. Wenn wir irgendwann dieses Dorf verlassen haben, um weiter die Umgebung zu erkunden, wir können dann sowas finden wie verlassene Echsenkultplätze, wir können den Friedhof von Waldmenschen entdecken oder auch sowas wie das Tal des lebenden Wassers, also ganz ominöse Begriffe und wer dann wissen möchte, was sich dahinter verbirgt, der sollte dann dieses Abenteuer spielen. Wenn wir dann fertig sind mit einer dieser Entdeckungsreisen und dann wieder zurückkommen in das Tal von unserem kleinen Dorf, dann stellen wir fest, das Dorf ist abgebrannt. Alles, was wir aufgebaut haben, ist zerstört. In der Palisade, die wir gebaut haben, mehrere Breschen. Der Travia-Schrein, den wir dann auch für Shaya gebaut haben, auch zerstört. Aber zum Glück finden wir neben Blut, vielleicht sogar eine ganze Menge Blut, finden wir keine richtigen Leichen. Das ist zumindest etwas, was uns positiv stimmt. Na gut, entweder sie wurden gleich direkt gefressen oder sie wurden nur entführt und tatsächlich, sie wurden nur entführt.
Das Ganze ist ein Angriff der ja, Echsenmenschen, die etwas brutaler sind, die dann einem anderen Glauben anheimfallen, und zwar dem Chor-Glauben. Hier sind das dann nicht eben nur noch die reinen Achats, sondern dann auch andere Wesen, die Marus, also krokodilartige Wesenheiten, die hier eingeführt worden sind. Unter einem der heruntergestürzten Balken, gerade da, wo der Travia-Tempel ist es nicht ganz, aber da, wo der Schrein stand, da können wir dann eine Notiz erkennen, die hier in die dünne Asche reingeschrieben worden ist. Die neunte Prophezeiung von Shaya. Wir sollten sie lesen, verstehen und hoffentlich auch befolgen, damit wir diese entführten Dorfbewohner wiederbekommen. Die Zeit der blutigen Schwerter ist angebrochen, doch vergeht euch nicht an etwas, dessen Macht ihr nicht abschätzen könnt. Es ist nur einer, den ihr besiegen müsst. Manchmal muss man sich mit dem Bösen verbunden, um das Böse zu besiegen. Handelt im Sinne des göttlichen Fex und ihr werdet vielleicht wiederkehren. Wenn wir das Ganze so ein bisschen dann untersuchen, verfolgen, die Spuren führen dann auf einen Berg. Alternativ können wir dann auch nicht nur diesen Spuren folgen, sondern wir können auch die Waldmenschen fragen, wenn wir denn Freundschaft mit ihnen geschlossen haben. Auch die können uns berichten vom Chab Matatapam, der Berg, der an der Seele frisst. Der Berg selbst besitzt eine Hochebene, das Tal der Echsengötter, namensgebend für dieses Abenteuer, und es führt eine große, verwitterte Treppe nach oben, die dann über viele Tage auch bestiegen werden kann. Wir können unter anderem dann auch noch Spuren von weiterem Blut und auch von einigen Leichen erkennen. Die gehören hoffentlich dann nicht zu uns, sondern zu anderen Sklavenjägern, zu anderen Menschen, die dann ja nicht zu uns gehören. Denn, naja, das kann ich an dieser Stelle schon vorwegnehmen. Unsere Männer, unsere Bettler, unsere Frauen, die sollen eigentlich dann zu Sklaven in diesem Tal der Echsengötter dienen, beziehungsweise als Blutopfer auf dem Altar, und da kann man sie nicht unterwegs abschlachten, denn das ist den Göttern, das ist Kor, nicht so sehr heilig. Unterwegs, während wir dann diesen Berg, den Chapmatatapam, hochklettern, können wir dann auch noch verschiedene Altare erkennen, die dann da liegen. Unter anderem dann den Altar von Zar, den von Ka, der Schildkröte, die im menschlichen Glauben so eigentlich ziemliches Geheimwissen ist, bei den Echsen allerdings dann doch bekannter ist, dann den von Hesinde oder Hesind, Charybdis, also Charybdor, eine sehr merkwürdige Art der Anbetung. Die Echsen opfern ja nicht, um den Göttern zu danken, sondern um sie milde zu stimmen, damit die Götter sie nicht verfluchen und große Plagen oder Unheil über sie bringen. Deswegen opfern sie dann an dieser Stelle Charybdor oder Charybdis. Es gibt einen weiteren Altar von Satuar oder Satuaria, ein weiterer sechster Altar des Ksirsir. Das ist eine Fluggottheit, eine Vogel- oder eine Flugechsengottheit, die man dann anruft, bevor man sich in die Lüfte schwingt. Der siebte Altar ist an sich erstmal eine unbekannte Gottheit, die kann man so gar nicht so sehr zuordnen. Spielleiter wissen, hier handelt es sich dann um den Altar von Prs. Hier eventuell gleichzusetzen mit Pyrnakor, ist auf alle Fälle eine Art Sonnengott. Prs könnte dann auch auf Praios hindeuten. Ist hier allerdings an der Stelle, wird das den Helden nicht klar, das sind dann reine Spielleiterinformationen. Soll auch nicht weiter wichtig sein, es geht einfach nur darum, dass man sich hier so ein bisschen in diese Kultur von diesen anderen Achats reindenken kann und damit man dann auch später mit denen ordentlich verhandeln kann. Der achte Altar gehört zu Kretonch oder auch Kor, wie er dann hier genannt wird, oder uns eher bekannt ist, die Echsen nennen ihn Kretonch, und die haben ja ein kleines Problem mit der Aussprache und ihrer Zunge. Dann, nach vielen, vielen tausend Stufen, können Sie dann auch das Tor von Ha-Res-Xem betreten, öffnen und stehen dann in dem Tal. Wie es dann in dem Tal weitergeht, ist dann auch sehr abhängig davon, wie der Spielleiter hier dann den Helden den Zugang ermöglicht. Es gibt verschiedene Karten vom Tal der Tempel. Auch hier verweise ich nicht auf die Karte in dem Buch, sondern auf die Karte, die dann fanmade beim Filiason-Projekt drin steht. Die ist in meinen Augen wesentlich hübscher. Das sei nur als Tipp an dieser Stelle gegeben, wenn ihr euch sowas anseht. Es geht dann hier jetzt dann sehr modular in einer kleinen Sandbox darum, das Vertrauen von den Göttern hier zu erwecken. All diese Götter, an denen wir eben vorbeimarschiert sind. Jeder hat einen eigenen Tempel und jeder muss auf seine eigene Art und Weise dann befriedigt werden. Sprich, wenn wir bei Charybdor in dem Tempel sind, könnte es eventuell sowas sein wie Tauchen. Oder wenn wir bei Kor im Tempel stehen, ging es vielleicht um so etwas wie Kämpfen. Wenn wir bei Hesinde sind, um so etwas wie Wissen.
Es geht einfach nur darum, wir müssen uns jetzt beim Priesterhaus vorstellig werden. Die Tsar tut uns da selbstverständlich nichts. Eine sehr friedfertige Gottheit. Am Ende müssen wir alle Götter davon überzeugen, dass wir die Sklaven wieder zurückbekommen. Der Sohn des Krieges. Wir haben uns die Prophezeiung schon angehört. Wir müssen uns nicht mit allen Echsen duellieren. Es reicht nur, wenn wir einen am Ende überzeugt bekommen. Wir müssen uns mit einem Teil der Echsen verbünden, mit einem Teil des Bösen, um einen anderen Teil des Bösen dann zu besiegen. Nachdem wir uns so ein bisschen im Tal umgesehen haben, können wir dann herausfinden, dass die Chorpriester der Echsen, der Sohn des Krieges, der Sohn des Verschlingers, unsere Sklaven hat. Die haben selbstverständlich auch einen eigenen Schlinger und auch Schlingerreiter. Das heißt, wer da mal gegen einen richtigen T-Rex kämpfen will, der kann das eben auch versuchen, wird höchstwahrscheinlich nicht klappen. Naja, aber nachdem wir dann eben nach und nach viele verschiedene dieser Echsen dann für uns als Freunde gewinnen konnten, geht es dann daran, dass wir Xvar das Handwerk legen. Das ist der Name von diesem Kriegspriester. Und ja, nachdem wir da dann alle anderen Echsen auf unserer Seite haben, müssen wir uns dann an einen Prozess wagen und versuchen, ja, diese Sklaven frei zu bekommen, frei zu ringen, sie irgendwie dann zu überzeugen. Am Ende läuft alles auf einen Entscheidungskampf hinaus. Wir können natürlich dann auch sehr feige sein und dann meucheln. Das können uns hier in der Nähe von auch Erzdämonen, kann uns das natürlich einen Pakt oder einen Minderpakt anheimhängen. Ja, kurze Information damals zu meinem Charakter. Ich habe hier da oben tatsächlich mit meinem Torvaler einen Charybdoroth-Pakt bekommen. Das sei nur als Warnung hier gegeben. Das kann ja ganz, ganz schnell passieren. Und so blutig wie diese Echsen hier dann auch den Chor verehren, kann das auch schon sehr, sehr nah an einer Belhalharschen Variante sein. Wer hier also nicht aufpasst, der steht hier ganz, ganz schnell mit seinem Fuß in den Niederhöllen. Wer ihn also nicht meuchelt, sondern dann ja in einem offenen Kampf versucht zu stellen, der kann dann auch gegen T-Rexe kämpfen. Man kann auch versuchen, das zu einem Freispruch zu bekommen, aber wer verhandelt da schon mit einem Chorpriester? Das ist nicht ganz so einfach. Egal wie die Helden es tun, am Ende geht es hoffentlich dann dahin, dass die Bettler, die hier oben entführt worden sind, ja, befreit werden, dass sie nicht geopfert werden und dass sie zurückkehren können in ihr eigenes gegründetes Dorf. Den Namen habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Der Name dieses Dorfes ist Broxgal. Damit ist die Prophezeiung abgeschlossen. Eine weitere, die neunte. Wir haben in Fasar angefangen, haben in Fasar ein paar Bettler dann begleitet, haben die zusammengesucht, haben den Geld erwirtschaftet. Entweder in diesem Kamelrennen oder auch anders und haben dann ihren Weg von Fasar aus durch die Wüste, hier hatten wir dann unser eigenes kleines Ziel, nach Süden, durch Netar, durch Drol, nach Borgskal gebracht. Damit sind wir glücklich, damit sind die Götter glücklich und damit ist auch dieses Video dann zu Ende, denn wir haben drei weitere Abenteuer zusammengefasst und wir nähern uns jetzt dem Askanischen Meer. Es geht weiter mit der 10. Prophezeiung. Und dem Spoiler, den ich schon aus den Wüstenelfen mitgebracht habe. Denn ja, Orima hat es ja schon erwähnt. Wir müssen auf die Inseln im Nebel. Die finden wir irgendwo am Askanischen Meer. Eine richtige Seefahrtskampagne mit einem Schiff. Das werden wir uns allerdings in dem nächsten Video ansehen. Damit bin ich fertig. Wie gesagt, wir haben unsere Reise von Fasan nach Broxgal angetreten. An die Grenze von Korhob. Chorhop, irgendwo da in der Nähe sind wir jetzt und wir müssen jetzt mit einer weiteren Prophezeiung in seinem Nebel. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich verabschiede mich. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis dann. Ciao.